Guten Morgen, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich muss mir mal ganz kurz noch was regeln. So, jetzt. Also, guten Morgen nochmal. Was ist heute? Donnerstag? Donnerstag, genau. Der 5. Januar 2017. Wir haben Sturmflut seit 2 Tagen und laut Experten die schwerste Sturmflut seit 10 Jahren. Bin ich gut zu verstehen? Gib mir mal kurz Feedback, ob ihr Audio habt. Sebastian, hast du einen Ton? Ich hätte ganz gern Feedback ganz kurz hier. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ton heute funktioniert. Sebastian, hallo? Okay, gefällt mir nämlich als ja. Ja, also laut Experten die schwerste Sturmflut seit 10 Jahren. Danke, Sebastian. So, jetzt wechsle ich mal die Kamera. So, ich bin auf der Seebrücke in Ahlbeck und wie ihr seht, ist sie komplett im Wasser. Strand sind nur noch ein ganz wenigen Meter hinten, vielleicht 2 Meter bis drüber oder so. Wellen beim letzten Mal, ich glaube im Oktober war das, oder, wo wir hier waren, da waren die Wellen ein bisschen höher, gefühlt jedenfalls. Aber wird ein bisschen schlechter jetzt wahrscheinlich. Wundert, dass die Seebrücke gar nicht gesperrt ist. Hier ist eisig und nicht nur der Boden ist eisig, auch der Wind. Es ist richtig eisig kalt. Ich denke, bald wahrscheinlich die Ich gehe mal einmal hier rum. Heute sollte ich angeblich ein bisschen ruhig, aber Seite sieht man noch besser, wie weit das Wasser ist, wirklich bis zur Düne an hier die Seite. Schön Matsch, Schnee überall und kalt ist es, mir frieren gleich die Finger ab. So, hier ist auf jeden Fall wieder ein bisschen Windstille, dann könnt ihr mich besser verstehen. Das ist schon sehr beeindruckend, was für Kraft die Wellen haben, die Ostsee hat. Sollte man auf alle Fälle nicht unterschätzen. Guten Morgen, wird mir hier gerade geschrieben. Die Wolken sehen ziemlich cool aus. Ich muss endlich noch ein Foto machen. Wir machen uns Screenshots damit. So. Weiter dürfte das Wasser auch nicht steigen, ansonsten wird es hier ein bisschen eng. Anlegesteg. Wie im Oktober, als dieses Video da gesehen, ging ziemlich rum, das Teil.
für alle neuen Zuschauer nochmal. Ich bin hier gerade auf Usedom, auf der Seebrücke. Wir haben die schwerste Stimmung seit 10 Jahren. Momentan sieht noch alles ganz gut aus. Das Wasser geht bis ran zu den Dünen. Wie man da gucken kann. Aber scheint noch nicht. Also ab hier vorne. Ich glaube, das sollte man auch gehen. Das sieht echt spektakulär aus, finde ich. Also für Fotografen und Videografen ist gerade echt ein bisschen Paradies hier. Das Wetter sucht die Natur im Überleben. Natürlich auch ein Schauspiel und sie werden hier Fotos gemacht. Warum sie allerdings den Blitz einschalten, weiß ich nicht. Das bringt gar nichts. Aber ist ja auch kein Fotokurs hier. Sehen kann, geht das Wasser bis an den Dünen ran. Da hinten, wo es heller ist, ist Swinemünde. Um 8.20 Uhr ist, glaube ich, Sonnenaufgang. Also, wenn er denn zu sehen ist, weiß ich es gar nicht. Ich weiß nicht, wie spät ist es jetzt? Da könnt ihr dann mal ganz kurz sagen. Schreibt mal kurz einen Kommentar, wie spät es ist, weil ich das weiß. Ja, also schon heftig.
da regnet oder schneit, aber weiß ich gar nicht, wie es so ist. Sturmflut im Oktober, da war es ja noch wirklich relativ warm, selbst für den Oktober. So, gehen wir mal hier ein Stück vor. Jetzt ist es ein bisschen heller, jetzt kann man auch mal schön sehen, wie weit das Wasser ist. Also normalerweise kann man hier an normalen Tagen, sage ich mal, unter der Seebrücke sein, aber jetzt ist Wasser, wie man sieht. Also das Wasser hier direkt unter der Seebrücke schon. Normal kann man da schon unter durchgehen oder unterstehen, ohne dass man nasse Füße bekommt. Hier vorne ist ja auch die Treppe, mit der man eigentlich runterkommt zum Strand, aber runter zu gehen ist nicht sinnvoll. Zuschauer, deswegen nochmal zur Erklärung, die schwerste Sturmflut seit 10 Jahren, so sagen Experten. Ich bin seit 2009 auf dem Sommer, ich kann das also nicht ganz genau beurteilen, aber es ist schon auch das Heftigste, was ich bisher gesehen habe. Also so weit habe ich den Strand noch nicht was gesehen, selbst bei der letzten Sturmflut im Oktober war das nicht ganz so weit. Es ist eisig kalt. Ich friere mir die Finger, ich wechsle die Hand ständig. Das Wasser ist bis in die Dünen fast dran. Nur noch einen schmalen Streifen, vielleicht 1,5 Meter oder so. So, im Laufe des Tages zu Hause sitzt und rumjammert, dass sie nicht hier sein kann, aber so ist es. Schön sehen, wie die Wellen sind. Also ich möchte jetzt nicht mehr ein Schiff drauf sein, egal wie groß.
gehen. Das war wirklich nicht empfehlenswert, weil die Wellen da schon unten gegendrücken und das Wasser hochspritzt. Und naja, habt ihr vielleicht auch gesehen im Livestream zu der Sturmflut im Oktober letzten Jahres. Hinten der Anlegesteg ist komplett unter Wasser. Schönen Tag und macht das Beste draus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.